Und damit herzlich willkommen wieder zurück bei Minecraft. Wir haben halt letztens in, ja, guter Erinnerung sozusagen, unser Häuschen hier abgerissen. Und damit machen wir dann jetzt auch schon weiter. Es gibt schon wieder ein paar Erneuerungenschaften hier bei meinem Texture Pack. Hier, die Stakes sehen schon anders wieder aus. Und die Schwerter und die Schaufeln. Und hier, das sind mein Bogen. Der Bogen finde ich sowieso am geilsten hier. Ist voll der Kampfbogen geworden. Aber naja. So ein paar Sachen haben sich schon wieder verändert. Aber das ist jetzt gerade nicht Thema. Sondern Thema ist natürlich, dass wir jetzt die letzten Überreste... Ja, machen wir so, glaube ich. Die letzten Überreste unseres Häuschens da drüben abreißen werden. Und dann aber auch vermutlich schon dafür sorgen werden, dass wir ein neues Häuschen bekommen. Also das heißt, wie breit wird das Ganze denn dann? So, ich würde auch sagen, dann endet... Aha. Ja, das muss alles ein bisschen umgestaltet werden. Da werden wir mal schauen, wie wir das machen. Unter Umständen springen wir sogar gleich mal kurz auf den Server, auf dem ich spiele, um mir da nochmal eben anzugucken, wie ich das da gemacht habe. Aber das werden wir dann einfach mal sehen. Jetzt reißen wir erstmal den letzten Rest unseres Häuschens ab. Ja, unsere gute Ernte haben wir ja hier drüben, die ja eigentlich auch schon fertig ist. Aber das Ganze werden wir natürlich so umbauen oder so umändern, das Ganze hier, dass wir nicht nur hier in der Mitte dann ein Häuschen haben werden, ja, sondern dass nach hier auch noch andere Plantagen aufgehen. Möglichst natürlich im selben Stil wie die andere, die hier immer noch steht. Oder die hier auch bestehen bleibt. Nehmen wir mal das ganze Holz erst noch mit. Und ja, ich glaube, den Weg da, hier, den, wo unser Hühnchen da an der Seite dran sitzt, den machen wir, glaube ich, auch erst noch weg. Das muss da nicht mehr sein. Wobei, es stört uns auch nicht wirklich. Doch, es stört uns wohl. Yeah. Voll die richtige Musik gerade. Los! Holz weg! So, jetzt nehmen wir uns am besten auch noch eben eine Schaufel. Und dann brauchen wir ja den Weg hier auch erstmal nicht mehr. So, aber wir brauchen zwar diesen Weg hier nicht mehr. Aber hier diesen einen Gravel, wo das Schild für den Jiro-Oku draufsteht, das lassen wir wohl bestehen. Ja, das ist dann einfach für dieses... für dieses Denkmal bzw. für diese Lampe ausschlaggebend. So, den Bäumen hätten wir dann auch weg, den guten Bäumen. Ich würde ja sagen, unser Weg geht dann einfach hier an der Seite so entlang. Wirklich ganz schmal dran vorbei. Und Sandstein habe ich noch in der Tasche, ne? Ja, Sandstein habe ich noch in der Tasche. Dann machen wir das hier, das Ganze direkt so zu. Nein, das wollte ich noch nicht. Und so. Und ich denke, wo haben wir das denn hier? So. Ja, die Karotten sind hier. Die können wir eigentlich fast auch schon alle abernten. So, das nehmen wir hier auch wieder raus.
die Erde, die können wir dann eigentlich hier drüben direkt wieder verwenden. Verwerten sozusagen. Oh, vielleicht müssen wir sogar das Licht umsetzen. Wobei, jetzt in meinem Texture Pack, seht euch mal an, das Jiruuku Special Light, ja, das hat jetzt hier halt, das sind meine Trapdoors, ja, hier. Die habe ich so mit Absicht so ein bisschen durchsichtig gemacht, mit so einem Muster und so, ja, weil die bei uns auch öfters als Fensterläden vorkommen, wie zum Beispiel hier. Und dann habe ich mir gedacht, sieht das Ganze so vielleicht ein bisschen stylischer aus. Meinung dazu gerne in die Kommentare. Bin ich gerne für Feedback vorhanden. Na, müssen wir mal gucken. Vielleicht muss das Licht dann trotzdem weg, aber das werden wir dann mal sehen. Der Baum muss jetzt aber auch weg, weil dieser Platz, den werden wir dann auch benötigen. Wenn haben wir hier drüben noch irgendwas in den Öfen, Kohle, Stein. Ja, wir haben zu viel in der Tasche, das müssen wir alles erstmal wegbringen. Ich glaube, dafür machen wir trotzdem den Boden hier erstmal weg. Na Hund, alles klar. Wuffi. Naja, der gute Hundi, hä? So, also das Gebäude, was ich hier hinmachen will, muss auf jeden Fall mindestens bis... Aber wenn hier der erste Schalter ist, müssen wir mal gucken. Vielleicht müssen wir das auch alles erst noch abernten, damit wir das dann so umbauen können, wie wir das haben wollen. Also wie ich das haben will. Einfach mal schauen gleich. Wir sind halt jetzt im Umbau. Ich habe ungefähre Vorstellungen, wie das aussehen soll, aber halt noch keine genauen. So, Hundi, ich grab dir mal eben den Boden unterm Hintern weg. So. Jetzt wieder den Weg hier, den nehmen wir jetzt komplett noch mit. So, und jetzt sortieren wir erstmal noch ein bisschen das Zeug ein, was wir gerade nicht auf Tasche gebrauchen können. Wir haben jetzt immer auch eine ganze Menge Flint wiederbekommen. Können wir uns... Ja, ja. Ach ja, stimmt. Das war ja die Sache, dass wir Flint sowieso genug haben. Hier auf der Map. Nur, was wir nicht haben, ist halt... Hier, Sprengpulver ist auch geil, ey. 55 Sprengpulver. Das geht noch richtig gut ab demnächst. Was brauchen wir denn? Hier, die Türen muss ich auch noch umändern. Fällt mir gerade auf. Da ist das drin, hier ist das drin. Die Teppiche machen wir erstmal hier rein. Und die Schilder. Nun ja. Die Sandtreppen und den Sandstein machen wir auch da rein. Erde, da werde ich gleich sogar mal ein bisschen mehr brauchen. Das heißt, ich packe mir mal zwei Stacks oder ich glaube, das zwei ist nicht genug. Wo ist hier Netherzeugs? Da kann dann das rein. Ich habe ja Federn bei. Da kann ich mir ja dann doch noch bei Gelegenheit noch Pfeile draus bauen. Nehme ich mal gerade die Eier und schmeiß die in die Gegend. So, und dann machen wir erstmal das hier wieder zu. Na toll, hat ja super funktioniert. Na, damit wir hier nicht so dann unterhalb der Plantagen, die hier hinkommen, so dämliche Krater haben, bauen wir halt das Ganze auch wieder anständig zu. Ja, wir werden hier sowieso später nochmal das umgraben müssen, weil hier ja die Redstone-Schaltungen dann hinkommen.
aber bis dahin soll es trotzdem hier nicht so scheiße aussehen, ganz im Ernst. Nee, wir lassen das mal lieber anständig aussehen und schauen dann weiter. Schlafen gehen müssen wir jetzt gerade, glaube ich, nicht mehr unbedingt, weil wir ja die Monster, glaube ich, ausgemacht haben. Ne? Ja, sieht so aus zumindest. Hier ist, ach ja, das Haus wollte ich noch fertig umbauen. Was habe ich denn? Habe ich noch Cobblestone ist das? Das hier sind Stone Slabs. Ja, da müssen wir dann als nächstes auch nochmal schauen. Ja, richtig. Die Öfen. Wo mache ich die denn als erstes jetzt mal hin? Die nehme ich jetzt erstmal in die Tasche. Und dann würde ich sagen, bauen wir für die Öfen gerade mal so eine Art Brennhaus. Also wirklich ein Haus, wo halt nur Öfen drin stehen, wo man dann, weiß ich nicht, gehen wir mal davon aus, hier würden mehrere Leute leben in diesem Dörflein dann. Dann würden die halt herkommen immer um... Ich glaube, die... Das mache ich mit Stone Slabs. Ich will mal gucken, wie das aussieht. So, dann kommt hier nämlich das erste nächste Haus hin. So. Vielleicht wird das dann sogar, ich glaube, das ist glaube ich ganz gut, wenn ich das, ich mache so mittig den Eingang oder beziehungsweise hier so den Eingang hin von diesem Haus. So, und dann habe ich mir das so vorgestellt, dass das nämlich dann nicht nur das Brennhaus werden könnte, kommt mir gerade in den Sinn, sondern wie wäre es denn einfach, wenn wir da direkt einen Schmied draus machen? Ne, so ein Dorf bräuchte dann vermutlich auch einen Schmied, dann ist es ganz gut, wenn das hier so groß ist. Ja, das ist ganz okay, glaube ich. So, die Größe gefällt mir. Mhm. Und dann würde ich sagen, kriegt er aber auch gleich noch... Warte, da haben wir jetzt noch mal... Da haben wir noch ein paar Slabs, genau. 1, 2, 3, 4, das ist okay. So. Und dann für den Rest nehmen wir die Steine. Der Schmied selber braucht, glaube ich, auch nicht so viele Fenster, oder? Ist ja schließlich ein Schmied. Der braucht vielleicht später einen Kamin, aber der kommt dann wo anders hin. Ich würde sagen, hier so ein breites Fenster. Eins, wo er hier so, sag ich mal, auf die Stadt gucken kann. Ah, wobei, vielleicht ja auch, wenn man von außen herkommt. Vielleicht mag man sich den Schmied ja auch angucken. So. Mit so einem kleinen Vordach. Oh, ich glaube, das wird gar nicht mal so schlecht. So. Hier, da braucht er kein Fenster, weil was hat er davon, wenn er da reingucken kann? Ich meine, die haben jetzt ein bisschen die Arschkarte gezogen, weil die hier dann aus ihrem Fenster nur auf den Schmied gucken können, aber ist ja auch egal. Nach außen hinaus möchte der Schmied aber ein größeres Fenster noch haben. Das heißt, warte, hier machen wir erstmal zu. So. Vielleicht kriegt er sogar noch so ein Hinterzimmer, wenn man, ja, ich sag mal, hier noch eine Wand zieht. So. Ja, so hat er so noch einen kleinen Lagerraum vielleicht. Und dann hat er hier seine richtige Ausgangstür. Oh, jetzt habe ich keine Slabs mehr, aber das ist ja nicht so schlimm. Wir können uns ja eins fix dreimal eben welche machen. So, zack.
Dann haben wir wieder genug. Ich muss mal eben das wegschmeißen. So. Das ist schon wieder Kingdom Hearts. Ey, ich liebe dieses Spiel einfach so. Und ich bin so hart am Überlegen in der letzten Zeit, ob ich mir nicht... weil ich habe die Spiele, habe ich noch auf PlayStation DVD, also richtig auf als Spiele DVD. Ja, ist ja eine DVD schließlich. Und da bin ich so hart am Überlegen, ob ich da nicht einfach ein Let's Play von machen soll. Dann im Endeffekt die PlayStation emuliere, weil ich habe keine PlayStation oder das, die Geräte im Endeffekt, um die PlayStation an von der PlayStation aus aufzunehmen. Also müsste ich nur die Konsole emulieren. Ja, aber die Spiele selber habe ich halt original. Da bin ich so hart am Überlegen, ob ich nicht einfach mal in der nächsten Zeit so ein bisschen Kingdom Hearts Let's Playen soll. Kriegt der hier ein Fenster rein, ist gerade meine Frage. Weil ins Lager soll ja eigentlich keiner reinschauen, ne? So oder? Ja, muss schon so sein. Die Durchgänge müssen... Ups. Müssen dann schon... Ja, das muss schon so sein. So ein bisschen rustikaler. Demnach muss es hier aber auch genauso sein. Ding, ding, ding. So, die mal eben wieder weg. Ne? So. Ja, doch. Ist okay. Finde ich recht gut. So, dann hat er hier ein großes Fenster zum Rausschauen. Ja. Vielleicht machen wir hier so eine Art Tresen noch hin oder so. Und das wird eine massive Wand. So. Wird das jetzt an der einen höher oder ist so schon... Ich glaube, ich würde sagen, hier so ist auch schon Ende dann mit dem Dach und alles. Das ist dann so durch. Der kriegt aber hier so zwei Oberlichter hin. Oder drei. So. Da soll man nicht wirklich durchgucken können, sondern da soll nur ein bisschen Licht reinfallen im Endeffekt. Dann hat er hier auch noch ein Lager. Ist doch gar nicht mal so schlecht. So, machen wir da mal eben Gestein draus. Die brauchen wir schließlich gleich auch noch. Genau wie die hier. Ja, das ist ganz okay. So, was haben wir? Wir haben hier auf jeden Fall zwei Säpplinge noch in der Tasche. Die pflanze ich mal gerade, einfach nur, damit wir die nicht unbedingt zurückbringen müssen. Hier sind auch schon meine Säpplinge. Ich finde, die sehen auch alle mittlerweile anders aus. Alle Säpplinge, man kann auch gut erkennen, dass das jeweils andere Bäume sind. Wenn ich ein bisschen weiter mit dem Texture Pack bin, dann stelle ich euch... das auch gerne als Download zur Verfügung. Müsst ihr mir nur Bescheid sagen, wenn ihr da Interesse dran habt. Jetzt kommt erstmal Minecraft, genau. So, was haben wir denn? Wir haben hier auf jeden Fall eine Schmiede. Und in einer Schmiede können wir natürlich gleich kein Ding ins Holzboden verlegen. Ja, weil schließlich ist hier ja überall Feuer und bla und so, ne? Deshalb kann hier natürlich kein Holzboden rein. Hey Archie, wolltest du nicht eigentlich das eine Haus bauen? Ja, ja, mach ich auch. Aber, ich sag mal, wir sind ja sowieso noch ein bisschen beschäftigt hier mit den ganzen Bauarbeiten. Da können wir ja schon noch eben das Dorf, sag ich mal, um zwei Häuser bereichern, oder? Einmal um eine Fachwerkstatt sozusagen und einmal halt um das neue Bauernhaus. Oder beziehungsweise eher einfach nur das... Naja, es ist eigentlich kein Bauernhaus. Es ist das Erntefarmhaus. Vielleicht muss ich später nochmal ein richtiges Bauernhaus dann auch in so einem alten traditionellen Stil irgendwo hinknallen. So, welchen Boden nehme ich denn dafür dann jetzt? Hab ich noch? Muss ich mal gerade... Ja, Cobblestone könnte man natürlich machen. Ja, wird so super rustikal aussehen. Aber mag ich eigentlich gerade wenig. Guck mal hier. Dann werde ich gleich mal gucken, ob das aussieht. Also ob das gut aussieht. Irgendwie wird es schon aussehen, aber es soll natürlich, wenn dann auch schon gut aussehen.
ne, dass wir so einen Ziegelsteinboden haben.